Ich hoffe, ihr seid bereit für schön Metal Gear Action. Angekündigt. Viele Vorschläge von euch sind eingegangen, was man denn spielen sollte. Viele schöne Sachen mit dabei. Metal Gear war ja so eine kleine Altlast, die nicht ganz zu Ende gebracht wurde, das letzte Mal. Deshalb werden wir das auch spielen. So, und jetzt, wo alle bereit sind, gehe ich nochmal aus dem Menü raus und mache die offizielle Begrüßung für alle. Ja, ne? Machen wir mal. Na, ja, falsche Taste gedrückt. Shit. Oh nein. Ich wollte noch gar nicht starten. Nein, 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 nein. Geh raus. Na gut, da muss ich wieder... Na gut, verlasse ich das Spiel. Starte ich wieder neu. Super. Hast du gut gemacht, Gregor. Nicht mal eine vernünftige Anmod war möglich. Ich finde das Ganze aber schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Gestern schön Gregor zockt und Splatoon am Abend. Da waren wir der zweiterfolgreichste deutsche Stream mit Splatoon und weltweit irgendwie nah an der Top 10 dran. Was ja auch eine ziemlich coole Sache ist. Frage im Chat. Ich hoffe, du spielst auf Deutsch. Ja, wir werden es auf Deutsch spielen. Ich hatte ja schon bei Rocket Beans vorhin ein klein wenig gezockt. No? Das ist nicht der gleiche Spielstand. Also ich mache nicht von da weiter, wo ich aufgehört habe. Aber ich beginne von vorne mit der deutschen Version. Werde aber aller Wahrscheinlichkeit nach, damit wir up to speed kommen, ein bisschen die Cutscenes überspringen zu Beginn. Weil ansonsten spielen wir jetzt die kommenden 2 Stunden und sind maximal wieder bei dem Part angekommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben gegen den Cyber Ninja im Kampf. Und ich hoffe, dass wir ein klein wenig weiterkommen heute. Ich habe geplaudert, wie sie schön gesagt haben. Ansonsten gibt es ja immer noch, wenn ihr die in aller Ausführlichkeit sehen wollt, auf Rocket Beans TV bei YouTube die Videos der ersten 2 Stunden. In aller Ausführlichkeit. So, ich drücke auf Start, jetzt mache ich die Anmod mal richtig. So. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Sprite Seeing Live geht heute weiter mit Metal Gear Solid. Nach den Zeldas ein brandneues Game. Auf Rocket Beans TV schon ein klein wenig gespielt. Da leider nicht dazu gekommen, es komplett durchzuzocken. Bei euch kam es oft in den Vorschlägen vor, was wir zocken sollen. Ich habe gesagt, ach komm, ne? Das ist ein Ding, das kennst du. Du wirst wahrscheinlich sehr scheiße sein, weil du schon seit langen Jahren nicht mehr gespielt hast, aber hast ein Dutzend Mal schon mal durchgespielt, also dürftest du einigermaßen damit zurechtkommen. Und vor allem, es ist nicht so ultra lang, also sind wir jetzt nicht 8 Monate damit beschäftigt, sondern vielleicht 1,5 oder 2, was ganz cool ist, wenn wir das am Sonntag spielen. Ich bedanke mich an alle, die zugeschaut haben. Ich gehe kurz auf Start. Das ist die deutsche Version übrigens mit der deutschen Synchro. Da ich es auf Rocket Beans TV schon gespielt habe, werde ich die meisten Cutscenes in den anfangs 1-2 Stunden eher überspringen, weil die könnt ihr euch in Ruhe angucken. Das haben wir ja schon alles durchexerziert. Ich lasse die erste Cutscene aber durchlaufen, damit wir mal gut in Stimmung kommen. Und ab danach ist dann Gameplay pur. Mal sehen, was wir heute in diesen kommenden 2 Stunden geschafft bekommen. Let's do this. Er muss hier durch. Ich muss mich um meine lästige Aufgabe kümmern. Tja, da habt ihr ihn gesehen, den Auftritt von Solid Snake. Und
Ich sehe einige Vorschläge gerade, wie wir das handeln sollen. Natürlich, ich kann die Cutscenes überspringen und auch die Codec-Gespräche. Lass vielleicht so machen, damit wir zumindest storytechnisch einigermaßen auch hier heute zurande kommen. Ich skippe die Codec-Gespräche, ja, weil die eh relativ ausufernd sind und ich kann ja auch kurz zusammenfassen, was da passiert. Aber die eigentlichen Cutscenes, lass uns die dann einfach anschauen. Dauert zwar dann ein bisschen, bis wir wieder an dem Punkt angekommen sind, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte, aber es ist ein bisschen kohärenter. Also, Solid Snake, ja, unser Held, ist in Shadow Moses Island eingedrungen. Der Colonel gibt ihm Befehle über das Codec-Gerät, was in seinem Gehörgang implantiert ist, in seine Ohrmuschel. Und ich kann ihn endlich steuern. So, ich dachte, ich kann ihn steuern, aber ich muss den Controller mal auf analog einstellen. Erst dann kann ich ihn vernünftig steuern. Die Überlegung war bei mir, wenn wir das hier für Twitch machen, ob ich nicht eher die Twin Snakes Variante spiele. Aber, das hatte ich glaube ich gestern bei Gregor Zockt schon ausgeführt, habe ich das Ding hier irgendwo rumliegen? Ich glaube nicht mehr. Der einzige Controller, den ich für den GameCube noch rüber habe, ist so ein ziemlicher Billo-Controller. Und der ist leider bei weitem nicht so präzise, wie er eigentlich es sein sollte. So, warte mal. Haha, hui, das ist Hauen und Würgen ist Viereck. Okay. Lass ihn uns würgen, lass ihn uns würgen, lass ihn uns würgen, lass ihn uns würgen, lass ihn uns würgen. Oh nein. Oh shit. Oh shit. Ich versteck mich mal. Scheiße, ich habe ihn von der falschen Seite erwischt. Und ich ignoriere den Codec-Call. Sonst hätte ich ihn erwürgen und umbringen können. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Nein, die Twin Snakes Variante wäre natürlich eine Option gewesen, aber die war Version, die wir jetzt spielen, die deutsche PlayStation 1 Version, ist die, die wir schon angefangen haben. Und ganz ehrlich, wir haben es uns verdient, einmal komplett die deutsche Synchro mitzubekommen. Ja? Das sollte eigentlich drin sein. Ja. Um es nochmal zusammenzufassen, Solid Snake hier hingeschickt worden nach Shadow Moses Island, eine geheime Militäranlage in der Arktis, wo Foxhound, die ehemalige regierungstreue Söldnertruppe, ja, droht, die Welt zu sprengen mit einem Atomsprengkopf. So, muss ich nicht. Kommt das Ding nicht mal? Wo ist der Aufzug? Oder muss ich mir erstmal die Johnnies einmal kaputt hauen? Normalerweise nehme ich nicht den Weg bis hierhin. Foxhound droht die Welt mit Hilfe von Metal Gear, der mobilen Abschussanlage für Atomraketen, in Form eines großen Metalldinosauriers zu sprengen. Ah, jetzt, endlich. Und ich wurde hingeschickt, um es zu verhindern, weil, rein zufällig, ich früher auch mal zu Foxhound gehört habe als Solid Snake. Und mittlerweile der Rest der Truppe ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Was sie verlangen, sind die Überreste von Big Boss, dem ehemaligen Leiter sozusagen von Foxhound, dem besten Söldner ever innerhalb der Metal Gear Geschichte, sich mit dem dessen Überreste zu bekommen, weil der schon tot ist. Was sie genau damit machen wollen, das wird sich wohl während des Spiels geklärt. Die Regierung sagt sich natürlich, ey, Überreste, nicht mit uns, wir schicken Solid Snake. Mal sehen, ob das was wird. Ich habe geplaudert. Wie die deutsche Synchro sagt. Immer noch eine schöne Szene. Voll der James Bond-Moment. Metal Gear Solid. Tactical Espionage Action. Oder sagt man Espionage? Tactical Espionage Action? Yeah, das fand ich geil. No? Das ist voll so richtig Filmcredits in einem fucking PlayStation-Spiel.
Ich hoffe, dass ihr die Texte gut genug verstehen könnt. Ich habe versucht, die Lautstärke so zu mischen, dass man mich als auch das Ingame einigermaßen gut verstehen kann. Es gibt leider keine... Überspringen wir den Text. Was war das? Dreieck? Start? Select? Es gab eine Taste, womit man die... Viereck, oder? Gedrückt halten, Viereck. Na gut, dann drücke ich einfach drauf, damit wir die Texte hier überspringen. Es gibt leider keine Soundmisch-Einstellungen, also dass ich die Musik runterdrehen kann und die Dialoge hoch. Deshalb müssen wir das gemischt machen. Ein Hein-D. Hörner. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als ob unser kleines Ablenkungsmanöver geklappt hat. Jetzt ist Ihre Chance, unerkannt einzudringen. Ach, der Heinti. Und auch ganz geil, selbst mit dem DualShock 3, sehr starke Rumble-Effekte. Das war auch eine... Also man sieht es vielleicht ein bisschen, wie es zittert. Das war damals eine der ganz geilen Sachen. Dass das Ding auch wirklich... Oh, warte mal, es fühlt sich so an, als ob dieser Hubschrauber vorbeifliegt an einem. Also theoretisch, wenn der Controller wackeln würde. Beeilen Sie sich. Hier wird natürlich das Team vorgestellt. Neben dem Colonel, der Solid seine Befehle über das Codec gibt, haben wir Mai Ling, die dafür da ist, damit man abspeichert. Das überspringen wir. Auch mal. Da wird einem der Radar erklärt. Das können wir auch machen. Mai Ling hilft uns zu speichern unter der Frequenz 14096. Das heißt, jedes Mal, wenn wir absaven wollen, können wir Mai Ling anrufen. Und sie sagt... Ich speichere für dich ab und ich erzähle dir noch etwas, was Konfuzius mal gesagt hat. So, das haben wir. Da können wir mal das Abspeichern machen. Ich glaube, das eine Mal. Aber warte mal, wo ist es? Wenn ich auf Start mache, kommt die... Ah, genau. Wenn ich nach unten mache mit dem Steuerkreuz, habe ich dann die Liste der bisherigen Nummern. Insgesamt werde ich dann 8 verschiedene Codecs anrufen können über Spiel. Dann werden wir das mal mit Mai Ling erledigen. Schnell mal speichern. Safe. Warum sie das Safe nicht gewechselt haben, weiß ich auch nicht. Zu speichern. Aber gut, Ingame-Grafiken hat man nicht. Wirklich, schade Goldsprüche. Ja, hör mal auf hier damit, Mai Ling. Natürlich, das erste Mal, wo ich es gespielt habe, ich so ziemlich... Ups, nee, nicht nochmal. Jeden Dialog aufgenommen. Also nicht auf Kassette, sondern in mich selbst aufgenommen. Und nochmal die Dinger hören, brauche ich jetzt unbedingt nicht. Okay, Moment, Rationen habe ich schon 2. Ich habe das Scope. Ich müsste eigentlich, das habe ich beim letzten Mal verpasst, hier noch eine SOCOM finden. Eine Waffe. No? Oder nicht? Müsste es nicht so sein. So, oh, guck mal, da ist einer. So. Komm mal vorbei. Alles für ein Geräusch. Oh! Scheiße. Oh shit. Verdammt. Er war zu klug für mich. Du kannst mich nicht sehen. Es wäre ja schon gut sein. Ey, ich habe noch nicht einen überwältigt bisher. Zurück an eure Stellung. Okay, das war immerhin relativ fix. Ich sollte vielleicht mir das Scope nehmen. Um kurz mit der Ego-Sicht zu überprüfen. Ach, zweimal draufdrücken ist nicht de-equipping. Okay. Das waren auch die Sachen, die Fußspuren hier im Schnee. Mit denen konnten mich die Johnnies schon anvisieren. Noch eine Ration. Okay, dann machen wir mal so hier in der Mitte rüber. Vorsichtig. Oh shit. Fußspuren? Fußspuren? Scheiße, scheiße, wir haben einen Fußspuren gesehen. Jetzt, wo ich auf einmal schnell machen will, klappt das natürlich nicht. Komm. Was war das für ein Geräusch?
So, was für ein Geräusch. Hä? Hä? Fußspuren? Ach komm. Ich wollte ihn doch würgen. Na gut. Dann nicht. Hä? Hier war doch, oder? Da war die Sukom. Alles klar, dann habe ich schon mal die Schusswaffe. Das Problem ist, sie hat leider keinen Schalldämpfer. Das bedeutet, ich kann sie zwar erschießen, aber die werden mich auch sofort hören. So, eine Überwachungskamera. Eine Überwachungskamera. Surveillance Camera. So, wie kommen wir nochmal am besten vorbei? Weil die ist ja hier mitten im Blickfeld. Ich sollte eine Chaff Grenade eigentlich haben. Kann ich denn... Naja, das geht hier nicht. Das geht bei Twin Snakes, dass man aus der Ego-Perspektive zielen kann und... die Kamera dann wegzimmert. Das ist eine Stun-Grenade. Ah, ich brauche die Chaff-Grenade, damit ich elektronische Geräte wie diese Überwachungskamera ausschalten kann. So. Aber die Stun-Grenade ist auch nicht schlecht. Mit der kann ich... mit der kann ich Leute betäuben. So, das müssen die Chaff Grenades sein. Ja. Oh shit. Scheiße. Da habe ich ein bisschen zu viel gewagt. So, komm mal her. Komm mal du her. Oh, läuft andersrum. Komm mal her. Knacks. Das war ein Ding natürlich noch beim ersten Metal Gear Solid, dass man die Wachen, wenn man sie umgebracht hat, dass die verschwunden sind. Später musste man sie nämlich in Schränken verstecken, beim zweiten und dritten. Das wird kein gutes Rating geben, sagt der Chat. Ja, auf Rating spielen wir das ja nicht unbedingt. Hoffe ich doch mal. Das Rating ist mir auch relativ wumpe, muss ich sagen. Es sind natürlich dann Herausforderungen. Durchgehen, ohne einen zu killen durch das gesamte Spiel. Oder kein einziges Mal entdeckt werden. Das sind Zusatzherausforderungen, denen man sich stellen kann. Das muss man nicht unbedingt machen. So, wo ist denn der? Ist der da? Ist der da? Ist der da? Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Lass mich da durch. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, unten durch zu gehen. Weil unten ist auch so ein Luftschachtloch. Aber ich bevorzuge ehrlich gesagt den oberen Weg. Weil da wird gleich mein Lieblingsdialog mit dabei sein. Oh, Moment, das müssen wir noch durchmachen. Hier bekommen wir die Frequenz von McDonald Miller. Das ist einer unserer ehemaligen Trainer, Ausbilder und wichtiger Kollege. So, jetzt einer meiner Lieblingsdialoge in der deutschen Version, der folgt jetzt, wenn ich vorbeigehe an dem nächsten Gitter. Weil da sind zwei Soldaten, zwei Genom-Soldaten, genetisch verbesserte mit super Gehör und super Kampfskills, die sich unterhalten. Untergeschoss umgesiedelt. Was ist mit dem Reinigen der Lüftungsschächte? Die haben soeben die Abdeckung geöffnet. Die werden gleich Rattengift sprühen. Der Lüftungsschacht im ersten Untergeschoss. Mach die Abdeckung gleich nach dem Sprühen zu. Pass auch auf die Frau in der Zelle auf. Immer schön vorsichtig sein. Frau in der Zelle? Ist was passiert? Ein Eindringling. Echt? Er hat schon drei Mann umgelegt. Da ist es. Umgebracht? Ja. Er soll einen Stealth-Anzug haben. Stealth? Ist denn noch jemand hier? Wie auch immer.
Verstärken Sie die Sicherheit für den Chef. Er hat schon 3 Mann umgelegt. Na? Genetisch überarbeitete Menschen, aber grammatisch nicht überarbeitete Menschen. So, was wir erfahren haben ist, ich bin hier zwar auf meiner geheimen Mission, auf der Suche natürlich, können wir hier, kann ich das Item schon sehen, was dahinter ist, auf der Suche, um die Terroristen irgendwie zu stoppen, die Foxhound-Terroristen, mein Sekundärziel, oder besser, damit ich verhindern kann, dass der Atomkrieg ausbricht, ist es zuerst den DARPA-Chef zu finden. DARPA ist eine US-Organisation, Regierungsorganisation, die, wenn ich mich nicht irre, sich auch mit militärischer Abwehr oder sowas beschäftigt. Moment, da bin ich noch nicht runter. Ich möchte erst mal gucken, es ist aber wahrscheinlich nur eine Ration, oder? Ja, die brauche ich nicht. Ich kann doch nur 2 tragen im Moment. Also dieser DARPA-Chef, der weiß Bescheid, der hat einen der Schlüsselcodes. Und Kenneth Baker muss ich finden, die andere Person, die auch einen Schlüsselcode bei sich trägt. Die beiden zusammen, wenn deren Schlüsselcodes gemeinsam verwendet werden, kann man Metal Gear als Abschussanlage benutzen. Also sind das meine sekundär die ersten Ziele, die ich machen müsste. So, Chef Grenades habe ich auch voll. Übrigens, oben in der rechten Ecke seht ihr den Radar, falls ihr mal Metal Gear gespielt habt. Wisst ihr Bescheid? Man kann es im Grunde auch fast wie Pac-Man spielen, ein wenig, indem man eher auf die okay, die Thermal Goggles, alles klar, super, dass wir die haben, die sind wichtig für später. Man kann es fast schon auch nur auf dem Radar oben spielen, weil man genau guckt, weil da sieht man, wie die Kamera schauen, die Sichtkegel der Person, also das hilft schon enorm dabei, sich vernünftig umherzubegeben. So. Und natürlich, es hilft auch im toten Winkel der Kamera stehen zu bleiben. Wenn ich jetzt eine der Chef Grenades benutzen würde, die senden einen kleinen EMP-Impuls aus, der technische Geräte stört. Für eine gewisse Zeit lang. Oh oh. Oh oh. Da sehe ich schon, wie sich die Leute vorbei bewegen. Ich muss... Da seht ihr ihn in der Ecke. Warte mal, den sollte ich nicht umbringen, oder? Nee, ich glaube... Oh oh, ich glaube, den sollte ich nicht umbringen. Weil dann ist Game Over. Ich glaube, das ist... Oh shit, oh shit. Das ist vielleicht eine mir befreundete Person. Ach komm. Oh shit. Ah. Hey, ich konnte den nicht erwürgen. Fuck. Na gut, da war ich ein bisschen zu nassforsch damit. Aber nichtsdestotrotz müssen die Items natürlich wiederholen. Ja klar, danke. Na gut, dann bringe ich sie eben nicht um. Ich muss meinen Silencer irgendwo rausholen. Diese Türen kann ich übrigens noch nicht öffnen, weil ich dazu eine Schlüsselkarte mit der Genehmigung 2, Stufe 2 brauche. Ich habe noch gar keine Schlüsselkarten bei mir. Also wird das nichts werden. So. Von neben mal schnell durchhuschen, schon 2-mal abgekratzt. Ey. Oder 1-mal abgekratzt. Bin ich vorhin 1-mal abgekratzt? Nee, ich wurde entdeckt, aber ich bin nicht abgekratzt, ne? Das war das erste Mal. Er hat schon 3 Mann umgelegt. Und mich auch. Ach, Metal Gear war super. Damals. Ich hatte es wahrscheinlich schon im Rocket Bean Stream erzählt, aber ein Kumpel von mir hatte sich die japanische Version geholt. Und wir haben es seinerzeit bei ihm gezockt, oder er hat es hauptsächlich gezockt. Und ich habe zugeschaut, ich habe auch die japanische gespielt, aber
Ohne die Story vernünftig zu verstehen, kannst du zwar einen Guide verwenden und aufs Beste hoffen. Da fehlt ein großer Part von dem, was Metal Gear ausmacht. Story ist eben enorm wichtig. So, komm her, Aufzug, komm her. Sehr gut. Oh nein. Erstes Untergeschoss. Gehen wir erstmal dahin. Danach hatte ich das Glück, dass meine Videothek die US-Version schon hatte, bevor die deutsche draußen war, weil sich Konami ultra lange Zeit gelassen hat. Die haben damals nämlich richtig Terz gemacht und gesagt, Leute, Importe sind verboten. Selbst importieren dürft ihr nicht, obwohl man es eigentlich sollte, aber die haben versucht, Importe einzuziehen. Da war es umso glücklicher, dass ich, Dreieck, oder? Ja. Was? Nee, nicht Dreieck. Kreis. Doch, das war's. Umso glücklicher, dass ich in der Videothek stehen kann. Nur, die Videothek hat mir natürlich nur die Discs mitgegeben und nicht die Verpackung. Und da fehlte mir etwas für ein ganz besonderes Rätsel. Das war natürlich nicht so schön. So, wir sind im Gefängnistrakt angekommen. Beim DARPA-Chef. Nur, hier ist wohl eine weitere Person. Ich hasse Alaska mit scharfem S. Die Kleine sieht echt nicht schlecht aus. Du hast ja die Hosen angehabt auf der Toilette. Naja, den wollte ich mir nicht unbedingt angucken, sondern die nette Kollegin hier. Nee, auch falsch. Das ist der Überwachungsraum. Okay, da muss ich in die andere Ecke gehen. Weil hier ist ein zweiter Gefangener, oder eine zweite Gefangene, besser gesagt. Nicht mal die Hände gewaschen. Ja, der hat aber auch die Hose nicht runtergezogen. Gott. Normalerweise würde man sagen, ach ja, ja, die haben sich nicht die Mühe gemacht, das zu animieren, aber bei Kojima würde es mich wundern. Der hat das bestimmt mit Absicht so gemacht. Dass der die Hosen anhatte. Und sich nicht die Hände gewaschen hat. So, jetzt aber. Guck mal. Eine Frau. Nicht er. Eine Frau, nicht er. Ich guck nochmal. Ja, beweg dich, Meryl. Das ist Meryl Silverberg. Die Nichte? Ist es die Nichte? Ist es nicht, oder ist es die Tochter des Colonels, der uns geschickt hat? Müssen wir mal gucken, was genau der Familienstand war. Auf jeden Fall verwandt. Mit dem Colonel. So, und wir gehen mal und schauen uns den DARPA-Chef jetzt an. Wer sind Sie? Ich komme Sie retten. Sie sind Donald Anderson, Chef von DARPA, ja? Sie sollen mich hier rausholen, wie? Wer schickt Sie? Ich bin bloß der Hampelmann, der Sie hier aus der Tinte fischt. Wirklich? Stimmt. Sie sehen nicht wie einer von denen aus. In dem Fall, los, weg von hier. Langsam. Keine Sorge. Erst will ich Informationen. Über die Terroristen. Die Terroristen? Können die wirklich eine Atomrakete abschießen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Lieber Jesus. Ist das möglich? Jesus! Möglich. Sie können eine Atomwaffe schießen. Wie wollen Sie sie abschießen? Ich dachte, hier gäbe es nur demontierte Sprengköpfe. Die sollten keinen Zugang zu Raketen haben. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim, ist das klar? Wir führten Übungen mit einer neuen experimentellen Waffe durch. Eine Waffe, die die Welt verändern wird. Oh. Was? Eine Waffe, mit der ein Atomangriff an jedem beliebigen Ort der Erde möglich wird. Ein nuklear gerüsteter Kampfpanzer. Metal Gear! Sag es! Metal Gear! Nicht möglich.
Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren Sie hier in der Entsorgungsanlage. Was sollte ich sonst an diesem gottverlassenen Ort? Ich hörte, dass das Metal Gear Projekt fallen gelassen wurde. Im Gegenteil. Es ist zu einem riesigen gemeinsamen Projekt von Arms Tech und uns gewachsen. Wir wollten bei dieser Übung Daten sammeln und dann mit der Massenproduktion beginnen. Ein paar Zwiste hatten wir. Zwiste. Bis die Revolution dazwischen kam. Revolution? Rex ist in den Händen der Terroristen. Rex? Metal Gear Rex. Der Codename für den neuen Metal Gear Prototyp. Der Sprengkopf, den sie für Rex verwenden wollen, ist vermutlich schon geladen. Diese Männer sind Profis. Die sind alle im Umgang mit und Ausrüstung von Waffen erfahren. Hey, oh Gott! Die Klappe. Voll erschrocken, weil der Controller gerumbelt hat. Ich dachte, alle Atomsprengköpfe verfügen über Sicherheitsmaßnahmen. Eine Art Sprengcode, die man eingeben muss. Oh, Sie meinen Paar. Ja, sicher gibt es den Paar. Zum Starten müssen zwei unterschiedliche Kennwörter eingegeben werden. Zwei Kennwörter? Richtig. Baker kennt eins und ich das andere. Baker? Der Präsident von Arms Tech? Richtig. Jeder von uns muss ein Kennwort eingeben, sonst ist Zünden nicht möglich, aber... Sie haben mein Kennwort gefunden. Mein Kennwort! Verraten? Comantis liest Gedanken. Sie haben's verraten. Und sich nicht wehren. Zeig Comantis. Einer der Foxhound-Mitglieder. Er hat übernatürliche Kräfte. Klingt übel. Psychomantis. Wie Sie auch Bakers Code kennen, ist bloß eine Frage der Zeit. Wenn Sie Bakers Code rausfinden, dann können Sie jederzeit eine Atomrakete zünden. Aber Sie können gestoppt werden. Hm? Was? Mit den Schlüsselkarten. Schlüsselkarten? Die wurden von den Systemingenieuren der Arms Tech als Notmaßnahme entworfen. Selbst ohne die Kennwörter können Sie damit das Sicherheitsschloss aktivieren. Und dann? Können Sie die Zündung stoppen? Diese Schlüsselkarte? Und wo sind die Schlüsselkarten? Baker muss sie haben. Hören Sie zu. Sie brauchen drei Schlüssel. Es gibt drei Schlüssel und verschiedene Schlitze, in die sie geschoben werden. Jeder erfordert eine Karte. Okay. Drei Schlüsselkarten. Wissen Sie, wo Sie Baker festhalten? Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Zweites Untergeschoss? Die Wache hat gesagt, dass sie ihn in einen Bereich mit viel elektronischer Störung verlegt haben. Da gehen wir hin. Sonst noch Hinweise? Ja. Sie haben die Eingänge zugemauert, sind aber nicht mit dem Übermalen fertig geworden. Achten Sie auf Bereiche, wo die Wände andersfarbig sind. Hier ist meine Level 1 Karte. Es ist meine ID-Karte. Sie öffnet Sicherheitstüren der Stufe 1. Es ist eine PAN-Karte. Die funktioniert im Zusammenhang mit dem elektronischen Feld Ihres Körpers. Personal Area Network, hä? Salze im Körper dienen als Medium zum Übertragen von Daten. Die Sicherheitseinrichtungen an der Tür lesen die auf der Karte gespeicherten Daten. Und die Türen gehen automatisch auf. Alles klar. Okay, ich werde Sie hier rausholen. Zu spät. Augenblick. Was ist los? Sie kennen keinen anderen Weg, um die Aktionsverbindung zu deaktivieren? Von Ihren Bossen vielleicht? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Ich sagte nein. Und gedenkt das Weiße Haus den Forderungen der Terroristen nachzugeben? Nicht mein Problem, das hat nichts mit meinen Befehlen zu tun. Aber das Pentagon! Das Pentagon! Was los? Was los? Was los? Ey, die Synchro ist der Hammer. Der Hammer! Hey, was ist passiert?
tot. Tot ist er! Tot! Gestorben! Doch sehr elaboriert, die Cutscene. Was der DARPA-Chef gesagt hat, er hat seinen Code verraten. Kenneth Baker wahrscheinlich auch. Jetzt liegt er da, der arme Tropf, und ist gestorben. Die Ration brauchen wir leider nicht mitnehmen. Guck mal da. Guck mal, wie tot der ist. Stell mich daneben. Leg mich daneben. Oh, ich bin auch tot. Oh Gott. Hilf mir mal. Und wir brauchen die drei Schlüsselkarten, die vielleicht trotz der Codes diesen Prozess wieder rückgängig machen können. Mach mal eine die Tür auf hier. Klopf, klopf. Guck mal, da hat eine die Tür aufgemacht. Das ist doch schön. Ich nehme mal meine SOCOM zur Sicherheit. Die ich natürlich jetzt wahrscheinlich nicht in der Cutscene in der Hand haben werde, weil sonst könnte ich diese Cutscene nicht machen. Ja. Spätestens jetzt würde man die SOCOM bekommen. Und da lag er ja, Johnny. Sie haben den Chef umgebracht. Den Chef? Liquid? Nein, sie sind's nicht. Keine Bewegung. Shoot, Rookie. Shoot. Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Lügner. Der unsichere Blick. Die Angst in den Augen. Er hat sie doch. Dass keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel. So, jetzt folgt eine Action-Szene. Ich hoffe, dass ich sie einigermaßen schaffen werde. Weil letztes Mal bin ich dran gescheitert. Sie haben noch eine Karte. Warum? Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Schießen! Nicht denken! Gott, oh Gott, oh Gott. Zweimal. Worauf warten Sie? Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel. Drei Schüsse pro, ne? Los jetzt! Schießen Sie! Yeah, so gehört sich das. So, drei Schüsse jeweils. Ration. Okay. Ah! Okay. Ah, nicht schlecht bisher, nicht schlecht. Geschafft. Und guck mal, Kojima, das geile Stück. Danke für die Hilfe. Wo geht die Kamera rauf? Moment! Auf dem Podex. Wer sind Sie? Tja, wir haben schon, glaube ich, ahnen können, wer das ist. Das war die in der benachbarten Zelle. Idiot! Meryl. Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie. Boss, ich hab da eine Idee. So, diese Cutscene, die wir gerade gesehen haben. Gucken wir mal, ob jetzt ein Codec folgt oder so. Da, Psycho Mantis. Geil. Braves Mädchen, genau so. So,
das Codec hier überspringen wir mal. Also ich versuche das mal zusammenzufassen, vernünftig, und kurz zu erklären, was es mit der Cutscene auf sich hat. Ich habe jetzt die Level 1 Karte. Also, die Aufgabe bleibt natürlich weiterhin, diese drei Schlüsselkarten zu finden. Hallo! Es gab einen Trick, wie man durch das Verpixelte durchsehen konnte. Oh Gott, zoom rein! Ja, aber das brauchen wir nicht unbedingt machen. Meryl, die hier drin war, Johnny Sasaki, der Typ, der auf dem Klo die Hosen nicht unten hatte und sie nicht gewaschen hat, war aber ein bisschen scharf auf Meryl, hat sie hier befreit. Sie hat ihm seine Kleidung abgenommen, seine Waffe, ist jetzt geflohen. Sie denkt, wir haben den DARPA-Chef hier gekillt. Und, warte mal, wir holen uns nochmal kurz die Ration, die hier drunter war, dann haben wir wieder volle zwei. Das ist gut. Die eine Cutscene, die wir dann dazwischen gesehen haben, da standen ja die ganzen Foxhound-Leute um augenscheinlich den Körper von Donald Anderson, dem DARPA-Chief, in einem Foltergerät eingespannt. Das kann man jetzt schon mal verraten, weil es ist an sich kein Spoiler, der Relevanz innerhalb der Story weiter hat, weil das war ja irgendwie, das erfährt man zwar erst in so 10, 15 Stunden innerhalb des Spieles, aber es hat keine Relevanz wirklich darauf, dass es irgendwelche anderen Sachen spoilt. Das da ist nicht, das ist nicht Donald Anderson, das ist nicht der DARPA-Chef. Er sieht genau wie er aus, sondern das ist ein Mitglied von Foxhound namens Decoy Octopus, der, nachdem Foxhound den richtigen DARPA-Chief, den DARPA-Chef umgebracht hat, ohne seinen Code zu erfahren in dem Foltergerät, haben sie gesagt, okay, Decoy Octopus, du gibst dich als DARPA-Chef aus und hoffst darauf, dass der, wenn die Regierung jemanden schickt, dass der dir den Code verrät. Hat nicht ganz geklappt. Und auch Decoy Octopus ist tot und sie haben nicht die Karte. Also, Foxhound braucht tatsächlich die drei Schlüsselkarten selbst. So wird es sein. So, mit unserer Level 1 Karte können wir hier überall hin. Moment, da nicht hin. Ach, die Toilette war da unten, ne? Wir hören mal kurz auf die Toilette. Guck mal. Da waren Kugeln auf der Toilette. Ist ja der Hammer. Und hier auch. So, wo können wir hier noch durch? Ich glaube, auf der anderen Seite ist es nicht mit Level 1 mit der Karte. Wie schon erwähnt, diese Decoy-Octopus-Nummer hat eigentlich nicht wirklich Bewandtnis, was eigentlich Storyverlauf angeht, sondern es wird einem Spieler gesagt, übrigens, der DARPA-Chief, der DARPA-Chef, wie sie es in Deutschland sagen, das war Decoy-Octopus und nicht der echte. Toll, tolle Wurst. So, zweites Untergeschoss. Hier soll sich der Arms Chief, der Besitzer, der Präsident von Armstech befinden, Kenneth Baker. Moment. So, da bin ich nochmal drüber gelaufen. Seht ihr, das sind Todesfallen hier an der Ecke. Muss man aufpassen, dass man nicht reinfällt. Der befindet sich hinter brüchigen Wänden, die wir erstmal finden müssen. Wir brauchen aber auch... Moment. C4, genau das brauchen wir, okay. Ich habe hier gerade die Thermal Goggles, das Infrarotgerät, angezogen, Wärmesichtgerät, weil einige dieser Räume vermint sind. Und ich mich nicht ganz traue, einfach normal durchzugehen. So, die haben wir auch. Die konnte man hier nicht aufmachen, ne? Die Spinde. Nee, kann man nicht. Mal gucken, was wir noch aufmachen können mit Level 1. Das hier so, vorsichtig. Ist hier irgendwas vermint? Nein. Normale Granaten. Also, was wir jetzt machen müssen, ist ein paar der Wände finden, die zwar verputzt wurden, wo die Löcher geschlossen wurden, aber wo nicht drüber gemalt wurde. Und dazu benutzen wir mal das Scope. Weil es ist die eins, oder könnte man anders in die Ego-Sicht schalten? Guck mal, hier. Na, hier diese Wand. Klingt ein bisschen hohl. Was ist mit der? Guck mal, na, kann man durch die Klopfen herausfinden. Die hört sich normal an und die scheiße hohl.
Also wenn wir in der mal C4 anbringen. So, C4 bringt man an. Man geht ein bisschen weg und drückt den Knopf nochmal zum Auslösen, oder? Nee. Welcher Knopf war zum Auslösen? Kreis war zum Auslösen, okay. Aber jetzt haben wir, da wo ehemals die Wand kaputt war, ist ein Loch. Es gibt noch ein paar andere kaputtbare Wände, aber da sind Items drin, die wir jetzt nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt brauchen. So, meine Rationen sind hier voll, das ist schon mal wichtig. Ah, obwohl doch, wir brauchen noch C4, ne? Das sind noch 2-3 Räume, die wir weghacken müssen. Hier. Na komm, geh mal hier. So. Und noch eins mindestens. So. Okay. Also ich ruf mal an bei Mylin, weil wir gleich einen fetten Bosskampf haben. So richtig sinnig. Also man muss es nicht unbedingt machen, weil man wird, wenn man entsprechend den Bosskampf verliert oder von wo immer man weiterkommt, das ist eigentlich nur zum Beenden gedacht, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich einmal hier vernünftig gespeichert habe. Also, dann gucken wir mal. Revolver Ocelot. Du Schweinchen. Und das ist Kenneth Baker, der Armstealer-Präsident. Bin ich zu spät? Ich habe geplaudert. Er lebt. Sie sind Kenneth Baker, Präsident von Armstech, nicht wahr? Keine Angst, ich hole sie raus. Oh, nein, Peter Zander. Nicht anfassen. Oh nein! C4. Da ist er, der Ocelot. Fass den Draht an und das C4 geht mit dem Alten in die Luft. Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und Sie? Sonderkommandoeinheit Foxhound. Revolver Ocelot. Ocelot! Ich habe auf dich gewartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Die Colt Single Action Army. Die beste Pistole aller Zeiten. 6 Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeig es dir, darum nennen sie mich Revolver. Zieh! Okay, dann ziehen wir mal. So. Ich glaube, ich kann den auch mit den Chaff Grenades. Kann ich den? Ich weiß nicht, ob ich den damit betäuben kann. Die Sache ist jetzt, wir müssen drum herum laufen, um dieses Gebilde in der Mitte nicht durchlaufen, weil alles explodiert ansonsten. Zieh! Verstecken hilft da nichts. Verstehe. Okay. Scheiße. Kann man versuchen, ihn andersrum zu erwischen. Ich muss eigentlich einmal nachladen. Ja. Nichts gleich dem Gefühl, eine lange Silberkugel in die Gut gestiegen. Man kann ihn aber nur einmal treffen. Ah, scheiße. Ah, fuck. Ocelot. Guck mal, er ballert an die Wand. Ah, shit.
Okay, so viel Energie hat er aber nicht mehr. So ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel. Aber für dich ist es nur der Geruch deines Todes. Der Geruch deines Todes? Was redest du da, Ocelot? Ah, er hat mich getroffen einmal. Ich ihn aber auch. Du musst gleich mal nachladen. Oh Gott, ich hoffe, dass ich nicht aus Versehen in die Mitte reinlaufe. Ja, ich sollte es lassen, zweimal drauf zu schießen. Das bringt nichts. Der hat ja eine Unverwundbarkeitsperiode. Okay. Zweimal noch. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn! So, wir gucken uns diese Cutscene noch an. Genau das, was ich von jemandem mit demselben Code wie der Boss erwartete. Und? Mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Was? Ab ist die Hand. Meine Hand! Oh, war das geil damals. Ein Stealth-Anzug. Kannst du nicht mal richtig sterben? Du hattest Glück. Wir sehen uns wieder. Wer sind sie? Ich bin wie du. Namenlos. Dieses Exoskelett. Giggity! Giggity, giggity! Wer zum Teufel? Ach, guck mal! Da habe ich schon auf meiner Pistole den Schalldämpfer gehabt, den ich eigentlich noch gar nicht habe. Können Sie sprechen? So, die Cutscene werde ich jetzt einmal überspringen, weil die ungefähr 37 Stunden lang dauert. Ja. Auch wenn die unsterbliche Dialogzeile "Ich habe geplaudert" mit dabei ist. Kenneth Baker stirbt. Wie der DARPA-Chef erzählt mir von Weltfrieden, von Atomwaffen und so weiter und so fort. Aber vertraut mir, besser als jetzt diese 20 Minuten sich in Ruhe anzugucken. Revolver Ocelot wurde die Hand abgetrennt. Von dem Cyber-Ninja, der andere Eindringling. Der hatte schon drei Mann umgelegt. Das war der. Ja. Und, Energie-Upgrade, das ist cool. Ich habe von... Warte mal, kann ich jetzt hier? Guck mal, jetzt ist hier alles weg, weil der Nähe das gemacht hat. Und hier, Kenny Baker, der ist... Der ist tot. Da. Guck mal, wie tot der ist. Gott, oh Gott. Moment, ist Kenny Baker nicht der Schauspieler von R2-D2? Eigentlich schon, ja. Haben sie ihn deshalb wahrscheinlich Kenneth Baker genannt. Das muss es wohl sein. Aber er hat mir zumindest vor seinem Ableben noch diese Disk gegeben. Optische Diskette, auf der Metal Gear Manöver-Daten gespeichert sind. So, und mir wurde in dieser Cutscene gerade gesagt, ich solle doch Meryl kontaktieren, die Nichte des Colonels. Ach, Moment, bevor ich hier runtergehe und das mache, war ich hier oben noch etwas? Kann ich hier durch mit der Level-2-Karte, oder? Was ist das für ein Durchgang? Level 4 ist es. Oh, okay. Ich soll Meryl kontaktieren und ihre Frequenz steht auf der Rückseite der Verpackung. Das Rätsel, für das Metal Gear am bekanntesten ist, mit Rückseite der Verpackung, der Disk-Verpackung, ist nicht diese komische Disk gemeint. Und ich habe gedacht, hä, wo steht denn da was drauf? Ich habe die jetzt ausgerüstet, was soll denn das sein? Nein, es steht auf der richtigen Ingame-Verpackung. Und ich muss die mal holen, weil ich sie aus Versehen auf dem Tisch gelassen habe. So, da habe ich sie und da ist die Frequenz auf einem Screenshot 140.15. Kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen, hier durch. 140.15, die Nummer wird kein einziges Mal im Spiel genannt, sondern man muss sie selber rausfinden. Auch so eine Art Kopierschutz, kann man fast sagen. Sonst müssen wir 100 plus Nummern ausprobieren, wo es soweit ist. Mit ihr reden wir mal. Scheiße, falsche Taste. Ach,
Kreis. Ach, ist es noch nicht? Oh, ich dachte, das kommt jetzt schon. Ah gut, gehen wir nochmal weiter. Ach, Moment. Hier kann ich das noch gar nicht, weil ich hier gerade keinen Empfang habe. Mal gesehen, mein Radar war gestört. So, jetzt sind hier auch Wachen vorhanden. Jetzt können wir aber. Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da raus... Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt Kontakt mit Trell aufgenommen, die in ihrem Soldatenoutfit hier unterwegs ist und wir wollen uns treffen. Guck mal da, so sieht sie aus. Ohne den Shirt. So. Lava, Lava, Palava, Liquid Snake, Kenneth Baker, tot. Wir überzeugen sie immerhin, dass wir nicht den DARPA-Chef ermordet haben. Kenneth Baker ist tot, Herzinfarkt, ja. Beides Herzinfarkte. Und wir müssen Dr. Emmerich finden. Hal Emmerich. Den Wissenschaftler hier. Den Atomwissenschaftler. So, jetzt erzählt sie uns von ihrer schweren Kindheit. Ja, Meryl, das wissen wir. Wir werden uns die Codec-Gespräche natürlich anhören, wenn wir bis zum Punkt angekommen sind, wie ich beim letzten Mal gespielt habe. Aber jetzt für den Anfang ist, glaube ich, die Kurzfassung... Ups, nee, nochmal nicht. Die Kurzfassung eigentlich ganz cool. Dass wir es einmal abkürzen können. Also, jetzt sind auch andere Johnnies mit dabei. So, normale Granate. Jetzt können wir mal gucken, was wir alles hier rausbekommen können aus dem Lager. Irgendwo müsste hier auch eine Fotokamera sein. Ah, guck mal da. Ja. Jetzt brauche ich die Thermal Walls, denn ihr seht, guck mal. Ne? Wenn ich durch diese Laser durchgelaufen wäre, dann wäre ich im Arsch. Oh, die Farmers. Geil. Eine der besseren Waffen. Gute Durchschlagskraft, aber natürlich sehr laut. Die wir jetzt bei uns haben. So. Wieder raus. Und hier wird das C4. Schade, dass ich kein C4 mehr zusätzlich bekomme. Ich hätte gerne auch die anderen Türen nochmal aufgesprengt. Wow. Nicht unten reinlaufen. In den Kegel. Ach, komm, ey. Was bewegst du dich denn dahin, wo ich hin will? Dumme Sau. Da haben wir auch alles weggenommen. Da war doch noch eine Tür, die ich aufmachen kann, bestimmt, oder? 3. Kein C4 hier. Schade. Aber gut. Gehen wir mal wieder kurz zurück in den ersten Stock. Oder ins Erdgeschoss hier, besser gesagt. Das ist ja amerikanische. Erster Stock ist unser Erdgeschoss. So, hier spricht sich einmal Meryl mit mir ab, dass ich in Richtung Norden soll. Ich trage die feindliche Uniform. So, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht die Leute killen, die drumherum laufen, weil einer von denen ist Meryl, die sich patrouillierend zu den anderen hingepackt hat. Ich muss da nach Norden, sie hat die Tür für mich aufgemacht, aber aufpassen, da ist Giftgas drin, das ausgelöst werden kann durch, ja, unachtsames Handeln. Also einfach so durchgehen ist erstmal nicht. Nur, ich will das mal hier durch. Denn hier ist... Okay, den habe ich... War das richtig? Okay, puh. Ich dachte, das ist Meryl. Nein, aber das wollte ich gerne mir holen, denn das ist... Ihr seht, die SOCOM hat jetzt einen Schalldämpfer. Wenn ich einmal schieße damit, machst du nur einmal Pupp statt Wupp. Also ist das auf jeden Fall hilfreich. Ich kann jetzt Leute erschießen. Warum brauche ich die Ration eigentlich? Ja, brauche ich ne? Nee, doch nicht. Ich habe ja neu bekommen. Kann ich Leute erschießen, ohne dass sofort tausend andere auf mich aufmerksam werden? So, was ich auch machen kann, ich glaube, ich sollte einmal hochgehen. Weil da müsste noch ein Minensuchgerät sein irgendwo hier, oder? Werter Chat.
Irgendwo war doch nochmal ein Minensuchgerät. Ich würde sagen, dass es oben war. Ach komm. Aber ich hab den erschossen. Ja, toll. Danke. Ich hab was gehört. Oh. Okay, vielleicht verstecke ich mich irgendwo. Oh, komme ich da nicht in meine Karte rein? Hier aber komme ich rein, oder? Da ist der Minendetektor, alles klar. Den wollte ich mir eigentlich holen. Da war ich ein bisschen zu vorschnell. Ist hier unterhalb des Tisches was eigentlich? Da bin ich mir nicht sicher. Den habe ich nämlich, als ich es bei Rocket Beans TV gespielt habe, vergessen. Und ich hatte ein bisschen Probleme. An einer späteren Stelle. Das wollen wir natürlich nicht machen. Übrigens für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ah, fuck. erklären, ich habe vergessen, dass ich laute Geräusche mit meinen Füßen mache, wenn ich hier auf dem Metall bin. Für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, ich streame normalerweise samstags und sonntags ab 16 Uhr hier auf twitch.tv/emp-de. Unter der Woche könnt ihr mein Gelöt, aber auch auf gregs-rpg-heaven.de gucken, auf Twitter und natürlich bin ich des häufigen Mal bei Rocket Beans TV, in Twitch und anderweitig zu sehen. Aber wenn ihr streamen wollt, normalerweise speziell solche Sachen wie hier dieses Sprite Seeing Live, meine spezielle Art von Let's Play, die wird sonntags meist stattfinden. Also werden wir heute zumindest von schon ein bisschen falsch hier, von 16 bis 18 Uhr spielen. Und Samstag ist von 16 bis 18 Uhr Gregor zockt, die wöchentliche Gaming-Show. Aber die Sonntage sollen auf jeden Fall Metal Gear gehören erstmal. Das macht mir echt immer Angst, dieser Part. Okay. Alles klar, haben wir es geschafft. Wenn ich das nämlich nicht mit dem Sichtgerät gemacht hätte. Ich hätte auch meine Zigaretten nehmen können, die ich hier habe, aber sobald ich Zigaretten benutze, geht mir die Energie runter. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Follow hinterlasst, weil dann bekommt ihr Bescheid, wann auch immer der Stream hier stattfindet. So. Was jetzt wichtig wird, wir bekommen gleich einen Codec-Anruf. Ich mach mal kurz hier das Minensuchgerät an und ihr seht, auf meinem Radar sind die Minen mit dabei. Ich nehme den Codec-Anruf einmal an, aber ich will mir jetzt nicht anhören. Das ist so der sogenannte Deep Throat, hat sich genannt, Zwinker, Zwinker, und verrät mir, hey, da sind Minen, pass auf. Wer sind sie denn, dass sie mir da helfen? Sage ich nicht, aber ich will ihnen helfen. Claymore-Minen, die kann ich auch selber benutzen und aussetzen. Ihr seht, dieser Kegel auf dem Radar, der von den Claymore-Minen ausgeht, wenn ich in diesen Kegel reintrete, dann werden sie ausgelöst und ich verliere super viel Energie. Aber wenn ich krieche, kann ich auch ruhig durch diesen Kegel durchkriechen und sie aufnehmen und dann für mich verwenden. Also ist das durchaus nützlich und hilfreich. So, weswegen ich das mache? Gleich gibt es einen Bossfight. Einen wichtigen. Und ich brauche den Platz. So, ich brauche normale Granaten und Chaff Grenades. Alles klar. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin ein Panzer. Oder drei. Ich werde dich nicht durchlassen.
Gib ihm eine Nachricht. Tja, Vulcan Raven lässt uns nicht durch mit seinem Panzer. Auch einer von Foxhound. Richtig so. Du gehörst auf den Boden. Schlangen wie du sollen am Boden kriechen. Los, lass uns kämpfen. Alles klar. So, sobald ich rausgehe aus der Deckungssicht, ballert er mich mit dem Panzer an. Was ich benutze, ich nehme eine der Chaff Grenades und werfe die. Und das bedeutet, dass die Lenkung gestört ist des Panzers und der mich jetzt nicht mehr ins Visier nehmen kann. Sonst wäre ich jetzt hier schon längst abgeballert worden. So, Panzer, wo bist du? Da ist er. Vorsichtig. So. Was ich natürlich machen muss, ist, da kommen neue... Oh, scheiße. Oh, shit. Neue Panzer-Johnnies. Raus. Ah! Ich muss ein bisschen drauf hoffen, dass ich in die Öffnung reinwerfen kann. So. Ja, das sollte reichen. Guck mal, das müsste jetzt vor ihm explodieren. Dreimal machen. Und dann ist alles gut. So, noch einer hinterher. Ah. Scheiße. Ah. Zwei Granaten verschwendet. So. Oh, direkt ins Löchle. Und das war's. Ja, anschnallen nächstes Mal. Tja. Ich hoffe, du freust dich. Er hat die Karte. Amüsieren wir uns noch eine Weile mit ihm. Und unterschätze ihn nicht. Was hältst du von ihm? Er ist genau wie du gesagt hast. Im Kampf scheint er wie besessen zu sein. Ganz dir ähnlich. Das habe ich erwartet. Siehst du, sagte ich doch. Aber ich werde ihn töten. Ja, General Ivan, er hat dir also die Hand und die Würde genommen. Hüte deine Zunge, Schamane. Schamane. Die Sprache der Sioux bedeutet Sioux Schlange. Ein Tier, von dem man weiß, dass man es fürchten soll. Die Schlange gehört jetzt mir. Beim nächsten Mal werde ich mich um ihn kümmern. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir werden uns im Kampf wiedersehen. Ich bin Liquid. Er sagte wie immer. Ja, der Rabe auf meinem Kopf will sein Blut sehen. Klar. Also die Bösewichte haben mich anscheinend mit Absicht durchkommen lassen. Der Kampf war ja auch nicht wirklich schwer. Gerade im Moment. War alles mit Absicht. Immerhin, Level 3. Stufe geschafft. Ich kann jetzt mehr Rationen aufnehmen. Ihr seht's, mit jedem Mal, wo ich einen Boss besiege, wird meine... Energieleiste ein bisschen hochgesteckt und ich kann mehr Granaten, mehr Schuss für die einzelnen Waffen aufnehmen. Es ist durchaus hilfreich, dass man von Zeit zu Zeit dahin geömmelt wird. So, hier wird gleich, weil es sehr delikate Atomsprengköpfe hier gibt, wird abgeschaltet meine Möglichkeit, durch die Nanomaschinen, die in mir drin sind, meine Waffen zu verwenden. Ich darf also nicht schießen. Das wird mir verboten, das sagen sie mir gleich in der Codex-Szene. Aber den fucking Gegnern wird das nicht abgeschaltet. Also ich könnte jetzt, ich kann die Waffen ziehen, aber ich kann nicht damit schießen, weil die hier den Chip, das was sie mir implantiert haben, oh, die Waffen gehen nicht. Was soll denn das? Guck mal, no use. Bringt nichts. Kann ich nicht machen. Nur die Chaff-Grenades kann ich maximal benutzen. So, dann muss ich mal versuchen,
mich hier irgendwie durchzuwursteln. So, oh. Gab's da was? Nee. Huh. Na gut, eigentlich muss ich die Treppe rauf. Nur wie rum am besten? Nein, nicht dahin. Irgendwo habe ich wahrscheinlich schon eine der Boxen verpasst, oder? Lass mal hier oben rum. Weil mit den Kisten könnte ich normalerweise zwischen diesen LKWs hin und her fahren. Die verteilt sind im Spiel. Da gibt es ja öfters mal solche Plätze im Freien. Aber gut. Ach komm. Ach nein. Oh fuck you. Ach komm. In einem Zentimeter. Giftgas gleich reingepackt. Fucking hell. Na gut, dann nehmen wir den anderen Weg. Ey, dass ich nochmal die Ration holen muss. Ich hoffe, ich muss die Cutscene nicht mehr mal angucken, das Codec-Gespräch. Aber das überspringen wir ja eh. Kann ich hier eigentlich runterspringen? Nein. Obwohl. Nee, das ging erst bei Teil 2, ne? Dass man runterjumpt. Ah, warte mal, kann ich hier mal durchgucken? Dreh dich mal um. So, guck mal. Da kann ich hier schon schauen. Was ist da? Da wollen wir hin. Diese dumme Schwein. Warum musste der Aufzug auch so lange brauchen? Bis er zurückkommt. Das kann doch nicht sein. Drecksaufzug. So, die Farmaske, da sind die Atomsprengköpfe. Ey, einfach hier so hingepackt und Giftgas. Ach komm. Och, fick dich. Lässt mir auch keine Chance hier. Wie nervig. Oh, der Chat schreibt... Ah, das ist ein guter Tipp. Wenn man den Aufzug-Button öfters drückt, dann kommt der schneller. Normalerweise klappt das nicht. Dann machen wir das einmal fix jetzt hier. So, Scheiß auf die Ration. War ein Käse, ey. War ein Käse. So. Was für ein Scheißendreck. Du bist ein dummes Schwein. So. Ja, und ich kann hier hinten nicht mal mehr raus, ne? Nee, Tür haben sie zugemacht. Ich will mich doch hier nicht aufhalten. Ich möchte einfach an der Seite vorbei. Ich will nachher schleichen. Ach gut, dann bringe ich den gleich um. Ey. Nerv. Diese nervigen Schweine.
wirklich nervtötend. Okay, so. Jetzt will ich noch kurz einen Typen beim Pissen erwürgen. Den nämlich. Beim Strullern ermordet. Das gehört nämlich dazu. So, bevor wir da durchgehen. Ich glaube, das müsste Meryl sein. Oder? Lassen wir sie mal mich nicht sehen. Weil eigentlich müsste sie hier bei den Frauen umziehen. Komm, Meryl, zieh dich um. Mein Schatz. Nee, macht sie nicht. Da müssen wir mal drauf achten, wann sie durchläuft. So kommen Bullets. Uah, falsche Richtung. Okay, jetzt aber. Oh, Männertoilette. Geht auch strullern. Beim Strullern am Mord 2, das war gar nicht Meryl. Hat er was hinterlassen? Eine Ration. Habe ich alle ermordet beim Strullen. Oh, ich muss jetzt selber strullen. Scheiße. Was kommt davon? Ich muss wahrscheinlich erstmal eine Ebene runter, bevor Meryl hier auftaucht. Aber ich will mal gucken, ob ich hier was zum Mitnehmen habe. Ah. Den Nikita Launcher, genau, die brauche ich. Die brauche ich gleich für unten. Und? Eine Stun Grenade. Ist da... Ne, ich dachte schon, da wäre was zum Durchreichen. Aber wichtig, dass wir die hier mitnehmen, denn sonst kommen wir nicht vorbei am unteren Part. Haha, hui! So, auch ein cooler Teil des Spiels. Der wird mich gleich annerven total. Weil, guck mal, das ist die Sicherheitsanlage, die wir ausschalten müssen. Leider ist alles voller Giftgas. Wie wir gleich sehen werden. So. Das Ding außer Gefecht zu setzen. Weil auch der Boden komplett unter Strom ist. Ich kann also nicht hinlaufen, das Ding kaputt mache. Ich muss die Nikitas verwenden. Die Nikitas sind lenkbare Raketen. Und alles während... Scheiße. Gehe ich mal kurz zurück. Alles natürlich während ich hier am Luft verlieren bin. Okay, oh Gott. Ich muss aufpassen. Oh nein, oh nein. Weil da auch Selbstschussanlagen sind. Ah, shit. Drecksding. Habe ich nochmal weggezimmert. Ein paar Anläufe werde ich wohl brauchen. Oh, nee. Noch nicht. So.
So, das Ding dreht auch immer nicht wirklich auf der Stelle umher. Und wenn ich das zu lange da lasse, dann geht es in diesen Schnellflugmodus. Was natürlich nicht ganz so gut ist. Okay, vorsichtig. Oh, vorsichtig. Okay, 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 ich hab's gleich, 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 ich hab's gleich. Oh, 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 jetzt! Der Chat fragt, hast du die Gasmaske nicht? Die Gasmaske kriegt man erst hier. Das ist das Ding. Die Gasmaske findet man erst in einem der Räume hier um die Ecke. Und da kann ich noch nicht hin, weil der Boden unter Strom steht. So. Und? Eine Ration brauchen wir noch nicht. Aber meine Gasmaske hätte ich gerne. Ich glaube, der dritte Raum müsste es sein. Ach, hör auf. Oh. Hör mir auf! Eine Düppelgranate, die Chef Grenade. Ey, Düppelgranate, was für ein Name. So. Da, die Gasmaske. Schon besser. Die Gasmaske... Oh, Moment. Ich muss, das war ein bisschen nervig. Ich muss die Gasmaske ausziehen, um die Karte zu verwenden. Die Gasmaske verändert nicht völlig, dass ich Energie oder Sauerstoff verliere, aber wesentlich langsamer als vorher. Ich gehe nochmal kurz raus und tank nochmal ein bisschen H2O. So. Das Geile übrigens, wenn ich die Gasmaske anhabe und dann in die Ego-Sicht gehe... Ha! Guck mal durch Gasmaskenlöcher. Toll, ne? Also, hin. Gasmaske drauf. So. Da an der Seite können wir natürlich vorbei, aber da will ich noch nicht. Ach komm. Muss ich echt drumherum laufen? Ich muss drumherum laufen, ne? So, kann ich hier durch? Nein. Was ist denn das? 6, Nummer 6. Das ist... Oh. Das ist eine 3. Da kann ich durch. So. C4 und Granaten. Das ist gut. Das ist gut. Auch die 3. Und da ist eine 4. Okay, dann können wir hier nochmal. Nikita Missiles. Jetzt habe ich die natürlich voll. Da ist es irrelevant. Ich kann mich auch hier durchkriechen unter den Tisch, ne? Wenn ich wollte. Und ich habe es eigentlich auch gemacht. So. Was können wir hier noch finden? Alles klar, eine Ration und Chef Grenades. Warte mal, was steht denn auf dem Poster hier drauf? Danger, High Voltage. Ja, ja, hätte ich mir denken können. Hätte ich mir denken können, dass das draufsteht. So, vorsichtig. Wieder herum. Uah, nein, nein, nein. Schussanlage. Ups. Alles klar. So, dann können wir jetzt hier rüber. Und wir werden uns gleich... Gehen wir kurz durch. So. Wir werden gleich zu dem Bosskampf kommen, bei dem ich das letzte Mal aufgehört habe, als ich es für Rocket Beans TV noch gespielt habe. Das werden wir uns gleich angucken, aber mir platzt die Blase wie ein Lurch. Deshalb machen wir einmal kurz für eine Minute oder zwei Pause. Und ich bin gleich wieder da, weil ihr wollt ja auch nicht, dass ich hier explodiere während das. Bis gleich. So. Ha, als ob nichts gewesen wäre.
Alles klärchen im Pupärchen. Gleich wesentlich entspannter. Heieiei. Heieiei. Okay. Also. Wir. Wir haben gerade gehört, wie da ordentlich die Lucia abging und ja, ich lasse die nächste Katze mal für sich sprechen. Wer sie nicht kennt. Ja, Hände gewaschen, habe ich. Sieht aus, als wären sie zerschnitten worden. Zerschnitten worden sie irgendwie. Das war krass damals. Man kommt hier in diesem Gang an, alles kaputt. Und jetzt das hier. Ein Geist. Aber ich glaube doch nicht an Geister. Oder doch? Yeah. Ey, wie geil ist das? Fucking Cyber Ninja. Einfach alle mal erledigt. Guck mal, der hier. Der lebt noch, ne? Er wird auch als Gegner angezeigt auf dem Radar. Auf dem Soliton Raider. Und der zuckt auch noch ein bisschen. Naja. Dann gucken wir mal. Pipi in die Hose. Hat er sich gemacht. Der Herr. Wer sind Sie? Wo ist mein Freund? Wie in meinen japanischen Animes. Was noch? Snake. Sie sind der Ninja. Ich habe auf dich gewartet, Snake. Wer sind Sie? Weder Freund noch Feind. Ich komme aus einer Welt, in der das bedeutungslos ist. Sebastian Michael ist es. Ich habe alles aus dem Weg geschafft. Jetzt kämpfen wir zwei bis zum Tode. Was wollen Sie? Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Diesen Augenblick will ich genießen. Was ist mit diesen Typen los? Wie eine meiner Japan-Animationen. Die Japan-Animationen. Ich komme aus einer anderen Welt, um mit dir zu kämpfen. Weshalb? Rache? Nichts so Triviales wie Rache. Ein Kampf bis auf den Tod. Nur das bringt meine Seele Genugtuung. Ich töte dich. Oder du tötest mich. Dann töte ich dich. Es macht keinen Unterschied. Wie so eine kleine Bitch. Nun hat er seinen logischen Platz. Ich brauche den Mann. Lass ihn in Ruhe. Okay. Lass es mich spüren. Bring mich zurück zu mir. Also. Ich habe den doch vor kurzem schon gemacht, nochmal den Kampf. Aber ich vergesse mal wieder, man muss ihn nur per Hand-to-Hand-Combat hauen. Ja? Dann schmeißt er sein Schwert nämlich auch weg. Haha, hui! So war das. Hauen, weglaufen. Gut, jetzt kämpfen wir wie Krieger. Nahkampf ist die Basis aller Kämpfe. Nur nach dem Vertrauen einer Waffe. Okay, jetzt kann ich ihn eigentlich doch mit der Waffe anschießen, oder? Wo er seine weggepackt hat. Nee, kann ich nicht. Schade. Ah, aber ich kann eine Chef Grenade doch benutzen, um ihn durcheinander zu bringen, ne? Oh nein, 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 ich wollte ihn noch... Wieso kann ich ihn nicht...
Ach, das ist doch Dreck. Na gut, ich habe ein bisschen drauf gehofft. Oh, war da gar unten gerade? Ne, hier sind Harmless Bullets. Oh, hey. Mach doch hier nicht deine Karate-Moves. Haha, hui. Haha, hui. Haha, ui. Ui, ui, ui. Scheiße. Haha, hui. Ja, verdammt. Haha, hui. Badadam, pam, 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 pam. Haha, hui. Ah, shit. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wie auch alles umhaut. Haha, hui. So, jetzt müssen wir ihn finden, weil er sich versteckt in der Ecke. Müssen wir achten, wo der Anzug. Da zum Beispiel. Ah, wir sind so weit weg. Der bleibt für ein paar Sekunden da. Müssen ihn finden und haha, hui. Da ist er. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Haha, hui. Könnt gerne weitergeben, dass wir heute spielen. Hashtag haha, hui. Wo bist du denn? Da bist du. Ah. Haha, hui. Habe ich dich gesehen. So, jetzt beginnt, glaube ich, die letzte Phase. Der hat schon drei Mann umgelegt. Einmal hauen und weggehen, weil er... Guck mal, er kommt jetzt langsam auf mich zu. Ich darf einmal nur hauen und muss dann weg, weil... Dann versucht er mich nochmal zu treffen. So. Und erst dann bleibt er schutzlos. Haha, hui! Okay, zweimal noch, dann haben wir ihn. Das Gefühl eines Kampfes, wie Knochen und Nerven sich messen. Okay, einmal noch. Ah! Jetzt habe ich nicht geguckt, jetzt bin ich reingelaufen. Oh, einmal noch. Ah, schnell weg, schnell weg. Darf ich das? Okay. Haha, hui. Hat das gereicht? Was muss ich denn jetzt nochmal machen? Kann ich ihn jetzt erschießen? Ja, warum auch nicht?
Frank! Und du bist es! Du wurdest in Sansibar getötet. Was? Nicht schon wieder. Was ist los? Papa Frank. Papa Frank Jäger. Ist es vorbei? Das stimmt. Der Papa Frank hat seine Partyampel im Gesicht, ne? Okay, ab jetzt lassen wir die Ingame-Dialoge auch ausspielen. Colonel, dieser Ninja ist Gray Fox. Kein Zweifel. Lächerlich. Die wissen doch genau, dass er in Sansibar starb. Nein, er hätte sterben sollen. Doch er lebt. Was? Es passierte, bevor ich zu Foxhound kam. Sie verwendeten einen Soldaten für Gentherapie-Experimente. Davon habe ich nie gehört. Es passierte nach ihrem Austritt. Mein Vorgänger Dr. Clark war verantwortlich. Dr. Clark? Ja, er begann das Gentherapieprojekt. Und wo ist er jetzt? Er starb bei einer Explosion im Labor vor 2 Jahren. Was geschah mit dem Soldaten? Anscheinend wurde der Körper eines in Sansibar getöteten Soldaten zu Versuchszwecken gebraucht. Und das war Gray Fox. Aber er war doch schon tot. Ja, aber er wurde wiederbelebt. Er erhielt den Prototyp eines Exoskeletts und wurde 4 Jahre unter Drogen gehalten, während sie an ihm herum experimentierten. Die heutigen Genomsoldaten gehen auf das Experiment zurück. Das Widerlichste, das ich je gehört habe. Sie testeten alle möglichen Gentherapietechniken an ihm. Naomi, warum haben Sie uns das nicht schon eher erzählt? Weil es vertraulich ist. Ist das der einzige Grund? Naomi, was geschah dann mit Gray Fox? Laut Bericht starb er in der Explosion. Aha. Doch selbst wenn das Gray Fox ist, warum läuft er als Ninja herum? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer er ist. Sie meinen, er ist ein seelenloser Roboter? Ein Roboter? Ich bin nicht sicher, aber er wollte bis auf den Tod mit mir kämpfen. Ich werde ihn nochmal wiedersehen. Werden Sie kämpfen? Bis auf den Tod? Ungern. Aber er könnte mich zwingen. Also haben wir einiges erfahren, ne? Gray Fox. Frank Jäger, sein Name. Wollen Sie nicht rauskommen? Großer Bosskampf des Vorgängers von Metal Gear Solid. Sind Sie auch einer von denen? Nein. Ich arbeite alleine. Alleine? Sind Sie auch ein Otaku? Kommen Sie raus. Was für ein Dialog, ja? Ich kann nicht ewig hier bleiben. Ich arbeite alleine. Sind Sie auch ein Otaku? Otaku. Sie tragen eine andere Uniform. Sie sind Hal Emmerich, der Chefingenieur von Metal Gear, nicht wahr? Emmerich! Sie kennen mich? Meryl hat mir von Ihnen erzählt. Ah, Sie sind hier, mich zu retten. Leider nein. Alter! Ich muss erst etwas anderes erledigen. Seine Stimme! Naja, wenigstens sind Sie keiner von denen. Sind Sie verletzt? Nee, nur gepipit. Ich bin okay. Ich habe mir auf der Flucht nur die Knöchel verstaucht. Wenn's nur das ist, haben Sie nichts zu fürchten. Ich wollte Sie etwas fragen. Ich brauche Infos über Metal Gear. Hä? Hä? Ja. Wofür wurde Metal Gear entwickelt? Es ist eine mobile Raketenabwehr vor Ort, zum Abfang von Atomraketen entworfen. Vor Ort? Lügner! Ich weiß bereits, dass Metal Gear nichts anderes ist als eine mobile Atomraketenabschussrampe. Atomraketen? Was sprechen Sie? Die Terroristen wollen Metal Gear zum Abschuss einer Atomrakete nutzen. Wussten Sie das nicht? Sie wollen einen demontierten Sprengkopf in Metal Gears TMD-Raketenmodul einsetzen? Falsch. Das TMD. Die Zielsetzung war von Anfang an, den Abschuss von Atomraketen mit Metal Gear mit Versuchsprojektilen zu testen. Die Terroristen setzen bloß die von euch angefangene Arbeit fort. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es von Ihrem Boss gehört, Baker. Na,
sein? Eine Atomrakete auf Rex? Sie wussten es wirklich nicht. Nein. Eine andere Abteilung stellt die Ausrüstung her. Der Präsident hat die Zusammensetzung mit der Haupteinheit persönlich überwacht. Persönlich. Präsident Baker. Ja. Ich habe nie erfahren, womit Rex ausgerüstet wurde. Ich weiß nur von einer Vulcan-Kanone, einem Laser und einem Schienengewehr. Okay. Komm, und jetzt hat sie ihn aus Police Notes, oder? Erkläre ich auch gleich nochmal. Ja, es verwendet Magneten zum Feuern von Hochgeschwindigkeitsgeschossen. Okay, erst später. Diese Technologie wurde für das SDI-System entwickelt und dann fallen gelassen. Sie wurde von Armstech und Rivermore National Labs weiterentwickelt. Das Schienengewehr befindet sich am rechten Arm von Rex. Metal Gear wurde speziell zum Abschuss von Atomraketen entwickelt. Vergessen Sie da etwas nicht. Es stimmt. Metal Gear verfügt hinten über ein Raketenmodul für bis zu 8 Raketen. Aber Sie sagen, es sei von vornherein für Atomraketen gedacht gewesen? Natürlich für Atomraketen. Für was sonst? Für Kindergeburtstag? Ja, da steckt mehr dahinter. Wenn Metal Gear nur Standard-Atomraketen abschießen würde, dann sollten alle Testdaten bereits vorhanden sein. Hat Snake die Beine übereinander geschlagen? Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat die Beine übereinander geschlagen. Was ist denn das? Kaffeekränzchen. Metal Gear Entwicklungspartner Rivermore National Labs haben an einem neuen Atomwaffentypus gearbeitet. Sie verwendeten Nova- und NIF-Laser zum Testen atomarer Fusionsausrüstung und Supercomputer. Sie entwickelten eine neue Art Atomwaffe in einem Simulationslabor. Ja, aber Sie können sich im Krieg nicht auf Virtualdaten verlassen. Sie brauchen echte Versuchsdaten. Virtualdaten. Hier sind einige der Supercomputer. Werden diese verbunden, kann unter simulierten Bedingungen alles getestet werden. Aber es ist nur Theorie. Dann sollte also diese Übung ein echter Test sein. Was hat der Präsident gemacht? Wenn die Terroristen das Ding zünden. Verdammt! Verdammt! Ich bin ein Narr. Du bist ein Nerd. Das ist mein Fehler. Und jetzt kommen die Japanese Animes aber, oder? Immer noch nicht. Ist, mein Großvater hat am Manhattan-Projekt gearbeitet. Er fühlte sich den Rest seines Lebens schuldig. Mein Vater wurde am 6. August 1945 geboren. Oh nein! Dem Tag der Hiroshima-Bombe. Gott hat also einen Sinn für Ironie. Drei Generationen von Emmerich-Männern. Die Arbeit mit Atomwaffen muss uns im Blut liegen. Tja. Der Atommann. Die Wissenschaft könnte der Menschheit helfen. Stattdessen wurde ich missbraucht. Wissenschaft im Dienste der Menschheit, das gibt's wohl nur in Hollywood. Schluss mit den Tränen. Nehmen Sie sich zusammen. Wo ist Metal Gear? Wo auf diesem Gelände wird es gelagert? Hinter dir? Nee, doch nicht. Rex ist in der unterirdischen Wartungsbasis. Wo ist das? Nördlich vom Sendeturm. Aber das ist eine lange Strecke. Ist das Sprengcode-Deaktivierungssystem für Notfälle auch dort? Ja, im Kommandoraum der Stützpunktanlage. Beeilen Sie sich. Wenn Sie die Zündung von Anfang an planten, dann ist das Raketenprogramm sicher beendet. Sie haben mich seit ein paar Stunden nicht mehr gerufen. Also sind Sie bestimmt zum Abschuss bereit. Merrill hat die Schlüssel für die Codesperre. Merrill! Wenn Deaktivieren nicht möglich ist, müssen wir Rex zerstören. Ich glaube, das ist fast mit die längste Cutscene im Spiel. Länger als die von... Ich zeige Ihnen den Weg. Baker. Mit Ihrem Fuß? Sie halten mich nur auf. Sie brauchen mich, wenn Sie Rex zerstören wollen. Ich brauche Sie nicht. Ich brauche nur Ihr Wissen. Ich habe Rex entwickelt. Und es ist mein Recht und meine Pflicht, ihn zu zerstören. Versuchen Sie zu entkommen. Ich melde mich über Codec, wenn alles klar ist. Wie soll ich von einer Insel entkommen? Schwimmen. Okay. Was soll ich tun? Verstecken Sie sich und geben Sie mir Informationen. Sie kennen sich doch hier gut aus. Aber sicher. Keine Sorge, ich habe das hier.
Ey, und warum gibst du uns das nicht? Gleich ist das Technologie, die der Ninja verwendet. Foxhound wollte sie verwenden, obwohl... Damit bin ich trotz Fuß und allem sicher. Gut, ich will, dass Merle sich auch um sie kümmert. Merle! Merle, der Ingenieur ist okay. Zum Glück. Kümmern Sie sich um ihn. Wo sind Sie jetzt? In der Nähe. Dort ist sie! Da drüben! Oh, Mist, sie haben mich! Merle, was ist los? Diese Musik im Hintergrund. Da ist was passiert. Haben Sie was gehört? War da nicht sowas wie Musik? Wie sah sie aus? Sie trug denselben grünen Kampfanzug wie die Terroristen. Aber ihr Hintern, der war nicht wie von Terroristen. Eine Tarnung. Sie hat so einen hübschen Gang, wie sie ihren Hintern schwingt, also... Sie haben sie genau gesehen. Alter. Sie hat einen zuckenden Hintern. Wie sie geht, hm? Alter, der dümmste Dialog überhaupt. Auf Deutsch nur noch dümmer. Wenn sie als Feind verkleidet ist, müssen wir uns melden, wenn sie alleine ist. Es gibt nur einen Ort, wo wir dessen sicher sein können. Wo ist das? Seien Sie doch nicht so blöd. Hier, die Sicherheitskarte. Sicherheitsstufe 4. Sie haben keine Schmerzen. Hä? Sind Sie okay? Keine Probleme? Was gibt's? Was soll die neue Freundlichkeit? Oh nichts. Ich bin froh, dass Sie okay sind. Sie sind seltsam. Ich bin etwas nervös. Jeder, den ich rette, stirbt mir plötzlich weg. Ein Pechvogel. Vergessen Sie es, Doktor. Nennen Sie mich Otakon. Otakon. Otaku-Konvention. Ein Otaku ist einer, der wie ich Japan-Animationen mag. Alter, Otaku-Konvention! Japan-Animation! Die, die mit Erfolg zweibeinige Roboter herstellten. Führen nach wie vor im Gebiet der Roboter. Und Japan-Animation hat dabei eine Rolle gespielt. In der Tat. Ich wurde nicht Wissenschaftler, um Atomwaffen herzustellen. Das sagen alle Wissenschaftler. Ich wurde Wissenschaftler, um Roboter wie in japanischen Zeichentrickfilmen zu entwickeln. Ehrlich. Das klingt mir etwas nach kindischer Ausrede. Die Konvention, ey. Da haben Sie recht. Wir tragen die Verantwortung. Die Wissenschaft hat stets vom Krieg gelebt. Die größten Massenvernichtungswaffen stammen meist von Wissenschaftlern, die berühmt sein wollten. Aber das ist vorbei. Ich will nichts mehr mit Mord zu tun haben. Hm, nur ein bisschen. Was ich von Ihnen will, ist Information. Sicher, ich weiß alles über die ganze Basis. Fragen Sie mich, was Sie wollen über Rex und diesen Ort. Außerdem komme ich mit dem Stealth-Anzug ungesehen ins Waffenlager und die Messe. Sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie Munition oder Rationen brauchen. Ich bin auf Frequenz 14112. Bis später. Bis später, großer... Ey. Hey. Otaku-Konvention. Aber gut, 14112. Ist das Richtige. Können wir ihn denn schon mal rufen? Was müssen wir mal eintippen? Obwohl, wahrscheinlich glaubt noch nicht. Moment. 14112. Sie haben Merrill noch nicht gefunden? Nein, ich finde sie ja gleich. Ihren süßen Hintern. Wie er gesagt hat. Mal schon mal. Obwohl. Ah, mal absaven. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. So ein bisschen, wir haben ja ein bisschen später angefangen als 16 Uhr. Deshalb die 10 Minuten machen wir heute noch. Zusätzlich. Otaku-Konvention, ey. Wir haben Schlüsselkarte Code 4. Unsere Lebensenergie ist wieder hochgegangen. Oh, im Chat sehe ich die Frage, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, ihn Deep Throat zu nennen, den Informanten? Das hat nichts mit dem Pornofilm zu tun, ja? Weil Deep Throat hieß der Informant auch im Watergate-Skandal seinerzeit.
Und da kommt es her, dass es jetzt eine andere Verbindung hat mit der pornösen Filmindustrie, ist natürlich Pech. So, ich hatte hier... Hier war doch noch ein Raum mit einer 4, oder? Let's check it. 3 haben wir schon durchsucht. 4. Stun Grenade. 2 Stun Grenades, okay. Jetzt mit der 4 sollten wir natürlich alles mitnehmen, wo geht. Eins. Obwohl. Hatten wir das nicht schon? Ration. Ja, ich weiß. Ich habe die gerade nicht an. Habe ich mit Absicht gemacht, damit ich nicht zweimal wechseln muss. Da drüben war noch eine 4, ne? Toter Winkel, mein bester Freund. Toter Winkel. So, da ist 6, da ist 3, da ist 3, da hinten ist 4, oder? Da ist 4, ja. Let's do this. Night Vision Goggle, das Nachtsichtgerät, yay. Das wird auch nützlich sein später. So, reicht. Toter Winkel. Toter Winkel. So. Dann müssen wir jetzt mal Meryl erkennen. Wie sie herumstolziert. Hier unten haben wir alles erledigt, was zu erledigen gibt. B1. Ups, nein, nicht nochmal. So, eine. Eine dieser Wachen ist Meryl. Nur welche? Wir müssen ja auf die Toilette folgen. Cardboard Box B, yay. Ah! Ah, verdammt. Ach, Meryl. Da war sie. Puh. Mann. Es ist das zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Mit Absicht. Sie könnten sich unmöglich lange als Mann ausgeben. Was soll das heißen? Hey, Männer sind hier nicht erlaubt. Ich wusste nicht, dass sie so feminin sind. Ja. Es ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Der geile Snake. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Ja, klar. Sie sind Meryl, kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ja als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses? Nicht echt, nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Und
Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei. Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. Nein! Die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Oder beides. Sie sind doch ein Held, Snake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Im Krieg gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Toten komme, dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er je endet. War das schon immer bei großen Soldaten so? Wieso haben Sie mich nicht kontaktiert? Mein Codec war kaputt. Ja, klar. Reicht Ihnen nicht, dass wir uns so getroffen haben? Egal, wie haben Sie mich denn erkannt? An Ihrem Arsch. Ich wusste es, Sie haben was für mich übrig. Ja, ich habe was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Kann denn Liebe auf dem Schlachtfeld blühen? Kann sie es? Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm? Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. Zwei Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear, oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel? Diesen hier? Ja. Und die anderen. Es sollten drei sein. Ich habe nur den. Oh nein. Den anderen. Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Metal Gear ist in einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit. Ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur. Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ja, Rookie. Ich behindere Sie nicht. Das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugeln. Okay. Ich schon. Ich bin vorsichtig. Guck mal, Spiegelung. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater... Er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Sehen Sie sich gut an. Das ist für eine Weile Ihre letzte Chance. Und waschen Sie sich Ihr Gesicht. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmerfraß. Fraß. Von den Würmern. Funktioniert die Famas? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager. Eine 50er Action Express. Da war auch eine Socom-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, nee. Ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Glück gehabt. Stufe 5. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Tja, an sich eine wirklich schöne und wichtige Szene, die ein bisschen doch durch die deutsche Synchro untergraben wird. Ich weiß, dass ich sie in Englisch das erste Mal gehört habe, war die durchaus prägnant und wichtig und hat auch ein bisschen gezeigt, dass Metal Gear ein bisschen anders sein kann. Gut, dass Sie Meryl gefunden. Als übliche Games. Aber nichtsdestotrotz, man kann vielleicht auch schon, wenn man es damals nicht erkennt oder gespielt hat, heute erkennen, was die Faszination dahinter ist, trotz der Grafik, die natürlich
auch damals schon veraltet war, wenn man ganz ehrlich ist. Aber trotzdem, es blieb einem im Gedächtnis. Ja, Leute, wir sind am Ende der 2 Stunden angekommen heute. Und ist ein guter Punkt zum Aussteigen, denn... Bis später dann, Snake. Denn es steht eine ziemlich coole Sequenz mal wieder vor uns. Die werden wir aber nicht mehr diese Woche uns anschauen, sondern in der kommenden... auf jeden Fall Sonntag von 16 bis 18 hier auf twitch.tv/emp-de oder es kann auch gut sein, bleibt am Samstag auf jeden Fall auch ein Ball, weil jetzt haben wir wieder gutes Programm. Bei den letzten Malen bei Majora's Mask, bei Zelda hatte ich es ja hauptsächlich auf den Sonntag gelegt, damit Katharina auch mitmachen kann. Jetzt müssen wir ja nicht mehr unbedingt dem gebunden sein, also kann auch gut sein, dass wir eine Stunde samstags Gregor zockt haben mit den frischen Sachen der Videogame-Woche und aktuellen Spielen plus dann eine Stunde Metal Gear hinten dran. Also Samstag 16 bis 18 gegebenenfalls, wenn es passt, ansonsten aber auf jeden Fall Sonntag 16 bis 18. Ich bleibe noch ein bisschen für euch im Chat, ja, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran.